Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie immer herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben das Ende erreicht, das Ende der ersten Staffel. Ich hatte ja im Vorfeld erwähnt, dass wir unsere Videos in Staffeln zusammenfassen und heute gibt es ein Objekt, was viele Leipziger kennen, wo sich nach wie vor nichts tut. Ein sehr geschichtsträchtiges Objekt. Also bleibt auf jeden Fall eingeschaltet, es wird interessant, es gibt viele Informationen und damit, ja, hören wir uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in ein geschichtsträchtiges Gebäude, in ein Objekt, was nach wie vor immer noch in völlig unsaniertem Zustand sich befindet. Ein denkmalgeschütztes Objekt mit viel Geschichte. Wir befinden uns heute in der Firma von Hohenhane, einem Unternehmen, was ja Reprotechnik herstellte. Und um was es in Reprotechnik und speziell in diesem Gebäude ging, das erfahrt ihr ja, jetzt von mir. ...1899 gründeten hier die beiden Herren August Hermann Hoh und Friedrich Hane eine eigene Firma zur Produktion von Repro- und Plattenkameras sowie von Lux-Trockenplatten. Hauptsächliches Spektrum war aber natürlich das Herstellen von dieser sogenannten Repro-Technik, also alles, was mit Kameras zu tun hatte in dieser Zeit. Um den stetig wachsenden Bedarf dieses Spektrums Herr zu werden, ja, ließen die beiden Gesellen sich dann schnell ein neues Objekt bauen und so entstand hier der sogenannte Polygraph, wie er später dann im Volksmund und auch bis heute genannt wird. Das Objekt ist heute denkmalgeschützt und es ist das einzige dort am Standort übrig gebliebene Objekt aus dieser Zeit. Ab 1926 produzierte das Unternehmen unter der Marke Holux Reproduktionsapparate wie beispielsweise Punktlicht-Kopierbogenlampen für den Lichtdruck. 1941 wandelte sich das Unternehmen in eine Kommanditgesellschaft um. Was genau im Zweiten Weltkrieg dann produziert wurde, ist nicht weiter bekannt. Zu den Kunden gehörten aber wohl die Junkers Flugzeugwerke. Wer aber noch dazu zählte, ist nicht dokumentiert. Auch wird Hohenhane im Verzeichnis der NS-Zwangsarbeiterlager und Gemeinschaftsunterkünfte genannt, aber auch da fehlt jegliche Aufzeichnung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Teile des Werkes an die sowjetischen Besatzungsmächte als Reparationsleistung demontiert, der Rest ging dann mit Gründung der DDR in Staatseigentum über. Ja, mittlerweile befinden wir uns hier im Objekt drinne. Ich kann euch sagen, viel ist nicht zu sehen aus dieser Zeit. Es handelt sich um ein fünfgeschossiges Gebäude mit identischen Räumen. Alle sind leer und es pfeift ziemlich der Wind durch. Es ist ein sehr starres Gebäude, also es ist sehr monumental, kolossal wirkt es auf einen. Es ist sehr, sehr robust und es gibt im Prinzip keine einzige Glasscheibe mehr, die hier ganz ist, im ganzen Haus. Und trotzdem merkt man dem Objekt eigentlich den Verfall nicht an.
1962 wurde das Unternehmen aus dem DDR-Register gelöscht und mitsamt seinen architektonisch bedeutenden Fabrikgebäude als Omega-Werk in den VEB Polygraph Reprotechnik überführt, wo in den Folgejahren erfolgreich Druckmaschinen produziert wurden. Nach der Wende 1990 und dem Aus der DDR und allem, was dazu zählte, wurde der VEB Polygraph in eine GmbH umgewandelt. Das Werk der ehemaligen fotografischen Fabrik Hohenhahn in Leipzig-Leutsch wurde dann auch entsprechend stillgelegt. Teile der ehemaligen Belegschaft der Leipziger Fabrik führten die Produktion ab 1951 in Offenbach am Main als Hohenhahn Holux GmbH, also einer Tochtergesellschaft der mitbegründeten H. Berthold Messing Linienfabrik und Schriftgießerei AG Berlin-Stuttgart fort. Die Berthold AG meldete allerdings auch in den frühen 90er Jahren 1993 dann Konkurs an und wurde dann entsprechend auch vom Berliner Konkursgericht liquidiert. Heute sind Geräte von Hohenhahn in Museen wie dem Deutschen Fotomuseum ausgestellt. Firmenschriften finden sich in den Archiven des Deutschen Museums sowie im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek. Mittlerweile sind wir hier im Video recht weit oben angekommen. Man sieht doch an der einen oder anderen Stelle dann doch mehr und mehr Verfall, auch wenn das Gebäude immer noch dem Ganzen trotzt. Vor einigen Jahren kam es auf dem Dach des Gebäudes zu einem doch heftigen Großbrand, muss man sagen. Hier war die Hälfte des Daches abgebrannt und das ist bis heute auch weithin sichtbar. Infolgedessen ist oben dann das Dach abgetragen worden und das Löschwasser, was die Feuerwehr oben brauchte zum Löschen, sickerte hier durch sämtliche Poren des Gebäudes und das hat sich über die Jahre dann extrem bemerkbar gemacht, denn an vielen Stellen ist dann der Putz von den Stahlträgern geplatzt und ja, der Rest ist natürlich dann durch Witterung entstanden. Trotzdem herrscht in dem Gebäude immer noch mehr Leben, als man doch vermutet. Immer wieder finden sich hier Leute, die ja immer noch auf dem Gebäude sich einfinden, oben zum Grillen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt die tollste Location ist, um sich hier mal auszuruhen, denn wirklich sicher ist es in dem Objekt nicht. Und erst vor ein oder zwei Jahren wurden hier Leute mit der Polizei rausgeführt. Also denkt daran, dass das Ganze halt auch immer nicht so toll enden kann, wenn ihr hier mal in so ein Objekt reingeht. Ich lasse das Video jetzt noch ein bisschen unkommentiert weiterlaufen und verabschiede mich jetzt schon mal im Vorfeld. Ich danke für euer Zusehen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Video bald wieder einschaltet, denn ich kann euch versprechen, das wird nicht lange dauern, bis es hier wieder was Neues gibt. Also abonniert doch mal unseren Kanal, wenn ihr Bock habt auf weitere Videos aus Leipzig, aus Sachsen, aus Ostdeutschland. Und bleibt immer aktuell, schaut immer mal rein. Schaut euch vielleicht auch unsere anderen Videos an, da findet ihr auf jeden Fall vielleicht noch das ein oder andere, was ihr noch nicht kennt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, macht's gut und bis bald.